Falls das alles euch nicht hilft und ihr immer noch am Verzweifeln seid, Prost Mahlzeit, macht euch einen halben auf, ladet die Schnecken mit dazu ein, die werden auch etwas mitschlürfen wollen. Aber aufpassen, Freibier spricht sich nämlich schnell bei den Schnecken rum. Es ist ein wunderschönes Gefühl, im Garten tätig zu sein. Es ist entspannend, es wird wärmer, die Jungpflanzen wachsen wunderbar und kräftig heran und die ersten Pflanzungen konnten auch schon im Hochbeet getätigt werden. Aber plötzlich sind die mit Liebe und Schweiß vorgezogenen Pflanzen weg oder stark angeknabbert. Der endlose Kampf gegen die Schnecken. Jedes Jahr aufs Neue verzweifelt, dass die Schnecken deine kompletten Pflanzen wegfressen und so deine Mühen, die du da wirklich in die Jungpflanzen reingibst, in Luft auflösen und hier deinen Ernteerfolg dir nehmen. Jetzt ist Schluss. Mit folgenden Tipps reduziert sich der Schaden, den die Nacktschnecken verursachen, mit jedem Jahr stetig und du musst ja auch nicht mehr diese lästigen Gedanken machen, dass die Nacktschnecken dir deine kompletten Pflanzen wegfressen. Aber bevor wir mit den Tipps beginnen, ist es sehr wichtig zu verstehen, welche Aufgaben die Schnecken überhaupt haben und warum sie gerade deine Pflanzen fressen. Die Schnecken fressen abgestorbene Pflanzenteile oder etwas genauer zu sein, dass sie totes Material essen, um das halt hier zu verkompostieren. Das nehmen sie zum Beispiel über die Fäulnisgerüche wahr. So helfen die kleinen Biester dabei, organisches Material umzusetzen und auch hier gute Humuserde aufzubauen. Der Grund, warum die Schnecken deine Pflanzen anknabbern bzw. komplett wegfressen, liegt einfach an der Tatsache, dass deine Pflanzen eventuell geschwächt oder im Allgemeinen zu schwach und welk werden und die Schnecke sie dementsprechend wahrnimmt und das als Zeichen, dass die Pflanze nicht an diesen Standort hingehört und hier nochmal besserer Boden aufgebaut werden muss. Diese Erkenntnisse werden dir jetzt weniger weiterhelfen, wenn du frustriert bist, dass die Schnecken dir deine kompletten Pflanzen wegfressen und du sozusagen fast gar nichts oder nichts erntest. Von daher werde ich dir jetzt hier erstmal schnelle Tipps geben, die du jetzt kurzzeitig anwenden kannst und dann auch hier die Tipps, die du auf längere Zeit anwenden sollst, damit sich das Schneckenproblem dann über die Jahrzehnte von selbst reguliert. Also erstmal nutzen wir das Wissen der Aufgaben von der Nacktschnecke und handeln dementsprechend. Das heißt, wir setzen Ablenkungspflanzen bzw. Ablenkungsmöglichkeiten. Also können wir neben unsere Beete Küchenreste oder auch allgemeines organisches Material platzieren, zum Beispiel Grasschnitt, Salatblätter, Blattgemüse oder auch Früchte. Letztlich bin ich mir der Tatsache bewusst, dass die Schnecken mehr auf die schwachen Pflanzen gehen. Das heißt, dass ich zum Beispiel bei den Gurken zwei Pflanzen oder drei Pflanzen in einem Topf tue und die dann direkt in den Folientunnel mit reinsetze und in der Regel ist halt ein starker dabei und die restlichen beiden sind etwas schwächer und da gehen dann die Schnecken hin. Mache ich einfach aus dem Grund, dass halt dann die starke Pflanze genug Zeit hat, weil sie nicht angefressen wird, sich zu verfestigen oder die Pflanze so schnell wächst, dass trotz Fraßschaden die Pflanze da überhaupt kein Problem hat, weiter kräftig heranzuwachsen. Außerdem habe ich es mir angewöhnt, mehr Pflanzen noch enger zu setzen, weil ich genau weiß, dass die Schnecken hier etwas auslichten werden. Barrieren aufstellen, damit die Schnecken nicht so einfach an eure Jungpflanzen ran können. Also viele nutzen sehr gerne Schneckenkragen, die kann man sich auch wunderbar selber bauen. Schneckenzäune oder auch Kupferbänder eignen sich hervorragend. Dass die Schnecken da in dem Bereich ungerne hingehen. Was ich sehr gerne mache, ist, weil ich halt eine sehr große Fläche habe und die Schneckenkragen zum Beispiel für mich sehr teuer sind, bei über 400 Pflanzen zum Beispiel, dass ich hier Einmachgläser nehme und die über die schwachen Pflanzen rüberstülpe, die ein bisschen auch in die Erde mit reindrehe, damit die sich dann nicht runterschlüpfen. Aufpassen am Morgen, dass ich halt hier die Gläser rechtzeitig runtermache, weil wenn da die Sonne reinscheint, dann werden die Pflanzen sozusagen verbrannt. Manche nutzen auch folgende Pflanzen, die abstoßend gegenüber Schnecken wirken, wie zum Beispiel Farn, Salbei oder auch Lavendel. Die werden dann in die Nähe von den Beeten oder auch als Beetumrandung reingesetzt. Der dritte Punkt ist einer der beliebtesten Methode und zwar Enten und Hühner. Besonders die Enten können einiges an Schnecken wegtilgen. Bei Hühnern ist es so, dass die nicht ganz so dick und groß sein müssen. Aber was ich halt von vielen gehört habe, ist, dass die ihre Hühner dann im Winter bzw. auch im Herbst dann in die Beete rumscharen lassen, auch auf die Hochbeete oder auch im Kompost, damit die hier das ein bisschen auffüllen, die Schneckeneier nach oben bringen und auch hier diese Eier mit vertilgen bzw. wegpicken, sodass die Population der Nacktschnecken im nächsten Jahr etwas geringer wird. Allerdings aufpassen bei den Enten, die haben nicht nur Schnecken auf dem Speiseplan, die essen auch sehr gerne Salate. Von daher, wenn sie da auch zum Beispiel nichts mehr finden an Schnecken und sie dann nichts anderes zu fressen finden und die essen am Tag richtig viel,
dann werden auch euer Salat dran glauben müssen. Der nächste Tipp wird wohl den wenigsten gefallen. Mir auch nicht, weil er halt sehr zeitintensiv ist, nervenaufreibend und man kann sich in der Zeit auch viel schönere Sachen vorstellen. Das ist einfach das Absammeln. Absammeln in den frühen Morgenstunden, am Abend mit der Taschenlampe, wenn es dunkel ist oder wenn es gerade frisch geregnet hat oder gerade mitten im Regen einfach mal im Garten vorbeischaut, wo die Schnecken sich ihr Unwesen treiben. Um das Absammeln zum Beispiel auch am Tag zu erleichtern, müssen wir einfach uns nur bewusst machen, welche Orte denn die Schnecken am liebsten haben. Schattig und feucht. Von daher legt einfach mal mitten bei euch im Rasen oder an einer Stelle ein Brett aus oder auch Steine. Da werden sie dann unter Tage hin hinkriechen und dann könnt ihr sie einfach das Brett dann aufklappen und könnt ihr alle schön absammeln. Oder die etwas unschönere Variante, die zum Beispiel mein Vater oder auch hier alte Bauern machen, ist, dass man halt eine Schnecke nimmt, die mit einer Schere aufschneidet oder mit einem Messer, die dann zum Beispiel an einem Stein irgendwo liegen lässt oder im Garten und dann dort, weil die Schnecken ja fauliges Material ist und durch diese Fäulnisgeruch kommen sie ja und auch hier dann wie Kannibalen sozusagen wirken und sich da ihre eigenen Artgenossen verkompostieren wollen. Dann sammeln sich da halt sehr viele Schnecken und so geht es dann halt die ganze Zeit weiter, dass man dann hier die ganzen Schnecken anlockt. Könnt ihr dann hier eventuell eine andere Gartenecke bringen, manche bringen sie sogar in den Wald, ich tue sie manchmal auf den Kompost oder ich tue sie halt einfach in meinem Bokashi fermentieren. Die sterben zwar, aber die tun ja so oder so im Winter dann alle sterben und hier den Boden düngen und das mache ich ja auch mit dem Bokashi und halte die so in meinem Kreislauf. Kommen wir nun zu den langfristigen Tipps, die ihr über Jahre hinweg anwenden sollt, damit das Schneckenproblem immer weniger wird und ihr euch dahingehend keine Gedanken mehr machen müsst. Der wichtigste Tipp ist einfach Boden aufbauen bzw. Humus, um halt hier Leben, Mikroorganismen, Regenwürmer und so weiter in den Boden zu bekommen, damit eure Pflanzen vital, kräftig und schnell heranwachsen können. Einerseits haben wahrscheinlich dann die Schnecken überhaupt gar kein Interesse an eure Pflanzen, weil sie gesund und kräftig sind. Andererseits, wenn sie eure Pflanzen anknabbern, wachsen sie wahrscheinlich in der Regel so schnell heran, dass der Fraßschaden irrelevant ist. Wie ihr effektiv Humus aufbauen könnt, habe ich schon einige Videos dazu gemacht, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Außerdem gibt es auch einige Blog-Einträge von mir, die werde ich auch euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken, wo ihr auch da gerne vorbeischauen könnt. Aber dieses zweischneidige Schwert möchte ich noch erwähnen und zwar ist es das Mulchen, ist ja für mich ein wesentlicher Bestandteil für den Humusaufbau und das erkläre ich auch in den Videos oder auch in dem Blog-Eintrag. Ist halt so, dass halt der Mulch die Verdunstung verlangsamt. Das heißt, unter Mulch ist es schön feucht und auch dunkel und da sammeln sich natürlich auch die Schnecken. Und dann müsst ihr halt auch selber entscheiden, wenn euer Mulchmaterial zu dick ist, dass ihr halt dann hier und eure Pflanzen dann reinsetzt, dass halt dann Schnecken gleich in der Nähe sind. Ihr müsst dann selbst entscheiden, wenn ihr den Pflanzen reinsetzt, dass ihr vielleicht in der Anfangszeit das Mulchmaterial wegtut oder nur ganz leicht auflegt oder ob ihr die dicke Schicht dann oben drauf lässt. Der wohl wichtigste Tipp ist, einen naturnahen bzw. verwilderten Garten zu haben, um noch hier Nützlinge anzusiedeln. Und hierfür müsst ihr die dementsprechenden Lebensräume auch schaffen. Zum Beispiel für Kröten müsst ihr einen Teich bauen. Für Enten ist es sowieso auch von Vorteil, wenn ihr zum Beispiel einen Teich habt, weil die brauchen auch Wasser. Beim Igel müsst ihr dem erstmal eine Unterkunft bieten. Also zum Beispiel solche Sachen wie Totholzhecken, Wildblumenwiesen auch anlegen, damit er auch hier genug Insekten hat, damit er auch hier im Grund hat, auch dort zu bleiben. Also er braucht auch zum Beispiel hier die Nahrungsquelle. Steinhaufen zum Beispiel, um auch hier Tigerschnecke und auch Weinbergschnecken anzusehen, weil die halt hier das Gelege von den Nacktschnecken zum Beispiel fressen. Also ihr merkt, je verwildeter euer Garten ist, also nicht diesen gepflegten englischen Rasen, desto mehr Lebewesen habt ihr halt in eurem Garten. Die Artenvielfalt erhöht sich und alles kommt dann langsam in sein Gleichgewicht, wie gesagt, über die Jahre hinweg. Falls das alles euch nicht hilft und ihr immer noch am Verzweifeln seid, Prost Mahlzeit, macht euch einen Halben auf, ladet die Schnecken mit dazu ein, die werden auch etwas mitschlürfen wollen. Aber aufpassen, Freibier spricht sich nämlich schnell bei den Schnecken rum. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr diese Tipps einen Mehrwert gegeben haben, gerne einen Daumen nach oben geben, in der Hoffnung, dass du nochmal einige Pflanzen dadurch retten kannst. Gerne auch unten rein kommentieren, wenn ich hier einige Sachen eventuell nicht erwähnt habe bzw. auch vergessen habe. Hier, dass wir einfach unser Schwarmwissen erweitern und hier zusätzliche weitere Pflanzen und Ernten retten können. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren, damit du keine weiteren solche Videos und Tipps auch verpasst. Schau auch gerne auf meine Webseite vorbei, einerseits wegen den Blog-Einträgen, die ich erwähnt habe, aber auch hier findest du zum Beispiel Kursangebote, Coachings, meine Saatgutliste für samenfestes Saatgut, meinen eigenen Shop für Pflanzen, die du auch jetzt setzen kannst, um halt hier autark und unabhängig zu werden, wie zum Beispiel viele verschiedene mehrjährige Kräuter, Thymian, Oregano, Erdbeeren, Johannisbeeren, Esskastanien zum Beispiel und vieles mehr. In diesem Sinne habe ich dir jetzt hier noch zwei Videos verlinkt hier in der Erntekarte, die auch von Interesse sein könnten.